Hey, Cyril, alter Socken. Servusle. Guck mal. Ich hoffe, der zerstört nicht unsere Base. Die Tests habe ich natürlich noch nicht gemacht. Also momentan stimmt irgendwas mit der Aufnahme nicht so. Ich habe das Gefühl, das ruckelt und zuppelt. Pass mal auf, ich würde gerne hier auch noch ein Fenster reinbauen. Geh mal gucken. Geh mal gucken. Vielleicht liegt es aber auch gar nicht an mir, sondern am Spiel. Wer weiß, was brauchen wir denn nochmal für Glas? Am besten Glas, wenn man kein Glas hat. Müssen wir mal kurz hoch. Dann gehen wir mal nach Öben. Schauen. Ja, ich habe gedacht, ich nehme mich jetzt doch nochmal mit auf eine Farmfolge. Da kommt ja noch genug Sach, was ich dann vorbereiten kann. Glas. Okay, zwei Quarz, vier Quarz brauchen wir. Haben wir Quarz? Eins. Zwei Quarz. Machen wir das mal darüber. Das brauchen wir ja hauptsächlich zum Herstellen von Wasser. Was ist hier? Der Glubscher, den können wir noch kochen. Ja, aber pass mal auf. Pass mal auf. Wir brauchen ja sowieso ständig Nahrung. Wir stellen uns mal noch ein Desinfizierungsgerät mit leer. Ah, da war's. Ein Glas können wir machen. Machen wir doch mal. Ja, so ein bisschen wie ein Bunker komme ich mir noch vor in der Base. Glas aufgenommen, ja, oder? Und deswegen hauen wir uns da jetzt noch ein Fenster rein, ein zweites. Wir müssen nur schauen, ich bin hier mit allem unter 50%. Für den roten Bereich hier ist der Cyril verantwortlich. So. Ja, was wäre jetzt die Frage? Wir sollten auch in innen. Lass uns mal kurz einen Test machen. Lass uns mal kurz einen Test machen von allem weg. Ich will mal kurz was probieren. Welcome aboard, Captain. Haben wir irgendwo ein Plätzchen, wo wir. Lass mal. Probieren wir es mal hier. Probieren wir es mal hier. Wir hatten doch auch einen kleinen Blumentopf. Hier. Das ist wirklich überschaubar. Hier. So. Ist das geil? Ist das cool, oder? Wo ist denn jetzt der Gummibaum? Ey, wo habe ich das jetzt? Ich habe es gewusst, dass das auf uns zukommt. Vielleicht können wir da einen Gummibaum reinhauen. Brauchen wir nämlich keine Fische mehr fangen. Aber wo habe ich den Gummibaum hin? Und das soll gehen, aber in dem kleinen Topf wird er kaum Platz haben. Von daher nehmen wir gleich mal noch eine Melone mit. War die auch hier drin? Hier. Eine verfaulte kleine Marmormelone. So kann man es auch aussprechen, ne? Wenn was verfault ist, sogar eine kleine verfaulte Marmormelone. Ist das cool? Ist das cool? Wo ist denn der Cyril? Cyril? Der zerlegt meine Motten. Guck dir das an. Cyril. Welcome aboard, Captain. Alter, du hast doch einen Spatz. Der hat dir voll auf den Boden gedrückt, ne? Wo sind eigentlich die anderen? Da hinten. Also hier, wo sie jetzt stand, dürfen wir sie nicht mehr hinstellen. Das mag der Cyril nicht so. Ach ja, die Lichter. Das ist doch blöd, oder? Das schreibe ich im Welcome Bugreport. aboard, Captain. Das schreibe ich im Bugreport. Welcome aboard, Captain. Weil die brauchen es von mir aus ja in die andere Richtung wäre man es wurscht, ne? Man kommt rein und das Ding ist aus. Und man muss es anschalten. So. So. Es geht. Bisschen größer hatte ich es mir schon gedacht. Wachstum 1%, ist es nicht süß? Ist das nicht total süß? Läuft er da drin rum? 2%.
Ja, sauber. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ich weiß es schon nicht mehr. Fenster. Ich wollte ein Fenster bauen. Oh, und ich sollte was trinken. Trinken und essen. Ah. Wir hätten ihn vorher kochen. War der jetzt schon alt? War der jetzt schon alt? Wie groß ist eigentlich das Aquarium? Haben wir das jemals geprüft? Das ist ein anderes wie das, was ich gesehen habe. Das ich gesehen habe, war sechseckig. Da passt es nicht rein, was ich vorhabe, oder? Ja, das richten wir uns mal schön ein. Aber vorher brauchen wir eine Energieladestation. Sonst muss ich nämlich ständig Energiezellen bauen. Und das gehen wir jetzt an. Der Baum wächst da unten vor sich hin. Okay, wir lagern mal hier ein bisschen aus. Ich glaube, wir brauchen jetzt nämlich Mats. Hier, Broby, Broby, Broby. Die Melonen mal kurz hier rein. Es waren 4 Plätze in so einem kleinen Topf, ne? Ist ja eigentlich auch cool. Ich bin gespannt, ob der Gummibaum in voller Größe. Aber wenn ich den dann abernte, muss ich mal rausfinden, wie viel man da rauskriegt, bevor da so ein Baum verschwindet, ne? Okay. Sörrelpäckchen. Nehmen wir eins mit, einen Wasserhammer. Alles klar. Diese Energiezelle ist schon mal leer. Und das wäre jetzt unser nächstes Ziel. Und eine Scheibe brauchen wir noch, ne? Für die Scheibe brauchen wir noch 2 Quarz. Okay. Hier kann ich es nicht finden, ne? Oder ist das zufällig hier drin, das Gerät? Nee. Dann müssen wir es hier machen. Dann müssen wir es hier machen. Hier. Ah, da brauchen wir noch ein Glas. Also 4 Quarz. Kabelsatz Computerchip. 4 Quarz, Kabelsatz Computerchip. 4 Quarz, läuft alles? Ja. Kabelsatz. Computerchip. Computerchip war mit Silber, ne? Stimmt hier drin? Nee. Kabelsatz und ein Computerchip. Oh, 2 Silbererz. Ah, da brauchen wir jetzt Gold, schaut mal. Also wir brauchen insgesamt 3 Silbererz, 5 Quarz und 2 Tischkorallenproben. 5 Quarz, 3 Silber, so viel haben wir nicht. Silber hatten wir. 1 Silberhammer. Tischkorallenproben, das sind die anderen. Brennnesselsamen, die bringen uns ja noch nicht wirklich was. Silber, alles klar. Wir haben wahrscheinlich zu wenig Essen und Trinken für Silber-Farm-Aktionen. Achso, wir haben ja eine Motte. Wo ist denn die dritte jetzt schon wieder? Alter, dieser Cyril. 5 Quarz, ne? Das haben wir jetzt auf jeden Fall mal. 28%. Nimmt da ausgerechnet die fast leer ist. Ja, lass uns mal hier. Das Gebiet haben wir bestimmt schon total leer gefarmt. So. Show. Kleiner Mini-Ausflug. Quarz. Da ist Salz. Mein Salz braucht man ja ständig, ne? Das nehmen wir jetzt auch mit. Lassen wir es nicht lumpen. Das Licht an der Modde ist aus. Da wäre noch ein Blasenfisch gewesen. Nee, wir müssen weiter. Jetzt geht's los, ne? Die zwingen uns ja quasi hier weg. Weil wir alles leer gefischt haben. Deswegen finde ich es ganz gut, dass jetzt Bestandteile im Spiel auftauchen, wo man sich quasi durch Sachen anbauen ein bisschen behelfen kann. Hier. Ne, wenn es dann ganz leer wäre in unserer Umgebung, ist es ja auch nicht mehr schön. 5 Quarz brauchen wir. Hier ist eins. Ich habe da noch eins gesehen. Da hinten versteckt sich eins. 2. Da ist noch eins. Silber brauchen wir dann auch. Hier scheint auch noch eins zu sein. 3. Noch 2 Stück. Dann haben wir schon mal das Quarzzeugs. 2 Silber brauchen wir, ne? Noch ein Quarz. Da unten ist eins. Das schaffen wir sogar. Dann haben wir das schon mal. Was hat er noch gewollt? Ich glaube, das Wichtigste ist das Silber. Hallo.
Es ruckelt. Aber ich glaube nur das Spiel, nicht die Kamera, oder? Vielleicht hat es aber auch so kleine Leistungsspitzen, also wo das Spiel so richtig nach Leistung schreit und alles aus dem Rechner rauszieht. So. Wir sind noch über 50%. Die Quarze Hammer. Wir brauchen Silber. Silber, wir kommen. 70 Meter. Das, da wäre noch ein Quarz. Was sind das für komische Schatten? Habe ich da gerade ein Geräusch gehört, das ich nicht hören will? Nee. Das dürfte aber dann zu hoch sein. Aber jetzt sind wir schon da, dann baue ich die kurz ab. Was haben wir aufgenommen? Silber. Okay. Das war ein Zufall, Silber, aber ist okay. Haben wir das schon. Da wäre noch ein Salz. Zischen wir kurz. Halt. Guck mal, ich muss die Motte, die hält nicht an, wenn ich da aussteige automatisch. Was habe ich denn da gesehen? Ich war gerade am überlegen, wir sollten vielleicht die Motte nicht auf Grund laufen lassen. Da, der kleine Drecksack. Das ist meiner. Hey. Nicht den, den ich das letzte Mal kaputt gemacht habe. Ich habe sofort ein schlechtes Gewissen gehabt. Der hat mir voll leid getan. Haben wir neues Inventar ist voll. Jetzt schon. Haben wir mal einen Schluck getrunken. Zum Essen haben wir nichts mehr dabei. Dann esse ich den Blasenfisch roh. So. Ja, wir brauchen Platz. Wir brauchen ja noch ein Silber. Gucken wir mal, ob da noch irgendwo so Dinger hängen. Ich meine, es wäre ja schön, wenn noch mal so ein Zufall geschehen würde. Da sehe ich keine. Die Mod hat noch 15%. Hier. Die Batterien müssen wir auch mal laden. Ich habe überhaupt keinen Plan. Tatsächlich, wir haben Glück. Können wir zurück? Können wir schon zurück? Komme ich da durch? Scheiße. Scheiße. Bestimmt kommt man durch, aber so ein Voucher. Und leg mich am Arsch. Okay. Das Fahren überlasse ich besser den Profis. Ich wollte gerade sagen, wo kommt die 17 da am Rand her? Habe ich euch totgefahren? Guck mal, hier ist noch ganz viel Fische vorkommen. Okay. Halt, dann gehen wir kurz raus, wir haben ja nichts mehr. Ich weiß nicht, wie lange das braucht, bis unser Gummibaum soweit ist. Die sind gerade so synchron geschwommen, dass ich gedacht habe, der Rochen hat so ein großes Auge. Oh Mann. Hier, die haben die Augen zu, die Schweine. Alter. Ich krieg die Fische gerade nicht. Hier ist ein Lichtkegel, dann darf die Motte nicht weit sein. Wo ist denn die? Da. Bevor die leer ist, fahren wir sie zurück. So, auf geht's, komm. Machen wir mal weiter hier im Takte. 11%. Wir haben ja insgesamt eigentlich 4 Energiezellen, glaube ich, ne? Ja, in jeder Motte ist eine drin. Und eine haben wir im Gepäck. Hier, irgendwo. Jetzt mal eins nach dem anderen. So. Essen, Trinken sind wir erstmal noch ausgesorgt. Wir brauchen also einen Kabelsatz. Sehr schön. Aha. Und den Chip bräuchte man. Die Tischkorallenproben habe ich vergessen. War klar. Die Tischkorallenproben waren... Ich brauche mal ein bisschen... Wir brauchen mal kurz Licht. Die Taschenlampe ist nämlich leer. Alterle! Ist das geil? Guck dir das an. Baby. Ich finde es total gut. Ich finde es total gut. Guck dir das an. Unser Gummibäumel. Sau stark. So, pass auf. Die
war leer, ne? So. Das haben wir jetzt gerichtet. Der Dinger war 89%, Schweißer 74%. Den können wir eigentlich auch wechseln. Ist das genial? Ist das genial mit dem Gummibaum? So, kann ich das auch machen, während dann noch... Ja, ja. Haben wir noch was? Wir hatten doch... Ach ja, der Flitzer. Der Flitzer hier, ne? Pass mal auf, den legen wir auf die 4. Der war nämlich auch leer. Ja. Ah, da brauchen wir noch die volle. Ist gut, ist gut. Die lädt jetzt gerade. Die können wir noch tauschen. Die kann geladen werden. Und... Hey, wir sind sowas von ultra gemütlich. So. Energieladedings ist im Anmarsch. Ja, wegen... Ist das genial. 58%, das geht aber, ne? Okay, wir brauchen eine Tischkorallenprobe. War das die hier, ne? Ah, das Inventar. Scheiße. Nee, nee, das war die nicht. Die Tischkoralle war, glaube ich, die hier so... Oder war das die gemeine? Oh Mann. Oder ist das Messer stumpf? Oder war das eine Vierplatzkoralle? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Ist irgendwas da, was man... Wir könnten das Titan kurz... Wir machen das Titan. Ich blick's gerade wieder nicht mehr. Die Tischkorallenprobe. Wir hatten doch aber Tischkorallen. Hatten wir nicht Tischkorallen? Sind es dieselben eigentlich hier, die zwei? Ich muss das Inventar... Da ist der Cyril wieder. Cyril! Komm, Cyril. Das ist genau das Richtige für mich. Ey, wir hatten doch... Okay, wir tun mal hier, was können wir denn hier reintun? Die Quarze brauchen wir gleich, das brauchen wir auch gleich, das Silber. Nee, oder? Ah, wir haben es schon verbaut, ich dachte gerade... Oh Mann. Ich dachte gerade, es ist rausgeflogen oder so. Das war die gemeine Korallenprobe von der großen Koralle, ne? Okay, alles klar. Wir machen kurz das Titan, aus dem, dann haben wir ein bisschen Platz. Okay, ich sehe schon, da muss ich noch üben. Der beste Bauleiter, hier bin ich nicht. Das Glas brauchen wir noch, das weiß ich noch. Dann haben wir die zwei Glas und dann brauchen wir... Warum wackelt die Boje jetzt so? Hä, die Tischkorallenproben, dann haben wir es. Was ist los? Ist da draußen Unwetter? Och Mann, Cyril, ehrlich. Ist da draußen Unwetter? Nein, dein Haustier, dein Dabbiges. Vielleicht locken wir ihn mal weg, die Tage oder so. Willkommen in Subnautica. Ich bin mir sowas von unsicher, gerade was die Tischkorallen angeht. Ich meine, das waren die roten, die hier so am Rand gehangen sind. Hier geht nichts. Egal, wie ich es nenne. Jetzt kannst du uns angreifen, Alter, weil jetzt ziehe ich dich dann hier rüber. Oder ist denn... Vielleicht verliebt er sich. Ey, bin ich jetzt dappig? Wo war denn das mit den Korallen? Oder haben wir die auch schon alle abgebaut? Nee, da vorne hängen sie. Da vorne hängen sie. Die waren's doch, oder? Oder? Geht denn schon wieder? Ich hab's doch schnappen gehört. Wie viele brauchen wir denn nicht? 4, 2, 3. Wir nehmen mal 4 mit, wenn wir so viel Platz haben. Ah ja, eine können wir noch. Gut. Was ist denn da ums Eck? Ah, hat nur geleuchtet. So.
Kollege? Ah, das Inventar ist voll. So ein bisschen mehr Inventarplatz wäre auch cool, ne? Wo ist unsere Base? Silber? Da in die Richtung. Oh. Mr. Vouch auf Abwägen. So. Jetzt können wir das bauen. Okay, ihr seht schon, ich bin etwas genervter wie sonst, was in Cyril angeht. Die Idee... Guck mal, zwei... Der blöde Hund, ehrlich. Cyril, ich verkauf dich, wenn du so weitermachst. Alles klar, das müsste es doch jetzt gewesen sein, oder? Sehen wir gleich. Jupp, wir können es bauen. Wo bauen wir es hin? Auf jeden Fall in die Base. Können wir nämlich gleich nach dem Baum schauen. Ach Gott, ist das geil. Guck mal, der ist fertig, ne? Ne, 84%. Wird ein bisschen knapp für dich, Großer. Ist das geil, wir haben unseren ersten Baum. Wir haben unseren ersten Baum. Yay. So. Oh, vielleicht kriegen wir die hier an den Rand hin. Das wäre natürlich... Schade. Nee, so will ich es nicht. Wenn ich jetzt wüsste, ob man da noch vorbeikommt. Ja, viel mehr auftragen wird es nicht wie das. Ich will da nicht so viel Platz verschwenden. Wir probieren es einfach. Ich will in dem Raum wohnen, ne? Und nicht an Ladestationen andocken. Ja, super. Das ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Energiezelle lädt. Super. Stück für Stück zu unserem Glück. Die Batterien laden. Der Baum wächst. Obwohl, krass, unser Schrank ist weg. Dabei war der hier. Jo, ah, man kann es wegmachen. Da haben wir das Titan wieder. Halt, nein, 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 nein. Ich will es dekonstruieren. Scheiße. So. Alles klar. Ist ja viel cooler, weil der bringt uns ja erstmal nichts. Das ist ein Dekoartikel, glaube ich, ne? Okay. Haben wir die Sachen fürs Fenster schon? Haben wir die Sachen fürs Fenster schon? Nein. Uns fehlt noch ein Glas. Soll ich so einen Konstruktor da unten bauen? Obwohl das Wegchen da hoch ist ja nicht weit, ne? Jetzt bauen wir noch die Scheibe ein und dann haben wir die erste Baufolge hinter uns. Und der nächsten komme ich dann einfach vorbereitet, ne? Lager die Mats ein und dann gehen wir das zusammen aufbauen. Glas. Ich finde es so geil mit dem Baum. Da können wir auch das nächste Mal als erstes Baum essen. Oh, Futter wird knapp. Los. Gut, wenn man ein paar Sachen hat. So, dann essen wir den. Genau. Da müssen wir mal gucken, dass wir den Kasten anlegen. Cyril. Vielleicht sollte man da eher dann... Ich finde es so geil. Es glaubt mir kein Mensch, wie cool ich finde, dass der Baum da jetzt steht. Hoppla. So, hier bauen wir einfach noch eine Scheibe hin und diese Wände nehmen wir dann zum Anbauen. Und da müssen wir mal gucken, in welche Richtung wir die Base weiterbauen. In die. Ich würde auch gerne oben drüber mal schauen, ob ich so ein Teil nochmal oben drüber bekomme. So, das heißt, wir bauen hier, haben wir eine Scheibe. Ich will hier rausgucken können. So. Ach, guck mal. Energie 24,5. So, dann sehe ich ihn nämlich auch, den Kollega. Sau stark. Und es ist gleich viel gemütlicher, wenn die Scheiben drin sind, ne? Lass uns nochmal von außen gucken, kurz. Okay. Er ist fertig. Er ist fertig. Jetzt bin ich gespannt. Haja? Haja? Gut, er macht nur 10 Wasser. Ich muss da aber aufpassen, dass ich den nicht komplett ernte, ne? Vielleicht machen wir da mal einen Versuch, wie oft man von dem runterschneiden kann.
So, Cyril ist da hinten. Hier, guckt euch das an. Und da oben drauf noch eins setzen. Das geht bestimmt. Oh, das Klingeln ist ein Geheimzeichen. Mein Essen ist fertig. Wow, Cyril. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann schauen wir uns mal an, wie wir das mit den Beeten machen, ja? Bis dann, ciao.